So, hallo. Heute sind wir mal in der Edelsteinbucht. Und da werde ich euch mal kurz ein bisschen was zeigen. Im Laden, ganz klar, kann man sich Sachen kaufen, was man haben möchte. Ob man Turniertickets oder legendäre Edelsteintruhe, wo natürlich auch dementsprechend die Edelsteine drin sind. Also, los geht's. Einmal am Tag ist es kostenlos, die Reise. Ansonsten kostet euch Nahrung bzw. Äpfel. Ja, ich benutze eigentlich immer das gleiche Deck, ja, mit Beleber und Heiler. Nicht vergessen, Zauber hinzuzufügen. Das kann schon mal passieren. Ja, das sind die ersten Gegner. Das ist eigentlich gar kein Problem. Bis dahin eigentlich dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Hier wird es dann interessanter ab dem Punkt. Da wird es natürlich schwierig. Level 9, 10, 11, 12. Und ganz oben ohne irgendwelche Zusatz funktioniert es eigentlich gar nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Ich lasse auch ein bisschen schneller laufen, weil sonst zieht sich das Ganze ein bisschen hin. Ja, erste Level eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, muss man eigentlich so sagen. Leute, ich brauche noch ein paar Abonnenten. Abonniert mich bitte. Danke. So. Wie gesagt, Level 1, eigentlich gar kein Problem. So, nur mal, dass ihr seht, was ich für Kämpfe habe. Was da so drin ist. Hier können wir auch mal einen anderen Belieber mit reinnehmen. Ja, ich habe noch mal einen mit dabei. Und noch mal einen. Ja, drei Stück. Also insgesamt habe ich vier Belieber, mit denen, wo man eigentlich alles Mögliche machen kann. Dass mir die Einheiten so lange wie möglich dann bestehen bleiben. Na, jetzt machen wir mal den Gas hier, sonst brauchen wir ewig. So, Level 2, Level 3. Das ist auch noch ganz gut, habe ich mal umgestellt, habe ich noch mal ein Beleber mit rein. Hier. Zu hängen, ne? Da sieht's. Mit einer Frontspitze ist es auch immer nicht schwierig. Ja, setzen wir wieder um. Da geht es dann schon wieder einfacher. Also ich kämpfe eigentlich immer recht gerne mit zwei Tanks vorne, zwei Magier und zwei Bogenschützen. Funktioniert immer ganz gut eigentlich. Aber uns jetzt mal ein bisschen rum, dass es so langweilig ist. Ich habe zum Beispiel bei meinem Helden habe ich die Heilung mit drin. Also ein Anker sozusagen, belebt ab und zu. Ja, Level 7 ist eigentlich alles noch zu relativ uninteressant. Es ist manchmal auch ein bisschen schwer vom Ganzen her. Ja, ich benutze eigentlich gerne den Eiszauber, weil da funktioniert der Beleber wieder, der Heiler wieder und alles. Ja, jetzt habe ich komischerweise einen Bogenschützen verloren. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil den brauche ich eigentlich schon bis zum Ende. Und irgendwie läuft es auch nicht so richtig. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, den wo es so geht, der wo immer hängen bleibt. Ja, Level 9 ist so ein Punkt. Ab Level 9, 10, ne, wird es schwieriger. Die Gegner werden stärker. Das gibt es jetzt auch schön hier im Kampf. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, warum soll es mir anders gehen wie euch?
ist nichts mehr Vernünftiges übrig geblieben. Tja. Da können wir nur die Reserve noch einsetzen. Ja, wir sind jetzt bei Level 10. Genau, und los geht's. Naja, den letzten Zauber noch füllen, ne? Dann schauen wir mal. Ja, das schaut bescheiden aus. Um es mal nett auszudrücken. Manchmal läuft's nicht. Hier ist man nicht wirklich gelaufen. Aber naja. Was wollen wir machen, ne? Da muss man durch. Ja, der Held spielt natürlich hier auch eine wichtige Rolle. Meine Massiv-Wiederbelebung liegt bei 6% zum Beispiel beim Helden. Auch ganz interessant. Ja, das hilft unheimlich in der Edelsteinbucht. Ja, Matrix Seni hat es schon ein paar Mal benutzen müssen. Ja, Leute, das wird wohl nichts mehr mit Level 12. Na, eigentlich wird es hier erst richtig interessant. Aber ja, haben wir einen Einheit vergessen. Ne? Das soll man natürlich schon tun. Ne? Ja, was soll man tun, ne? Ja, das schaut so aus, wie wenn es gewesen wäre. So, Level 11. Leider auch nur Level 11 erreicht. In einem meiner früheren Videos sieht man auch, dass ich es weiter schon geschafft habe. Ich habe es auch schon komplett durchgeschafft. Aber zurzeit läuft es eigentlich irgendwie nicht so wirklich. Was man natürlich machen könnte, wäre noch ein paar Seltene zu aktivieren. Aber ganz ehrlich, da ist mir zurzeit die Diamanten ein bisschen zu schade dafür. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte erreicht. Das ist natürlich eigentlich gar nichts. Der ist natürlich, der Vladimir ist natürlich mega, diesen Bogenschützen. Aber ja, schauen wir uns die Belohnung noch, gucken wir uns die Belohnung noch an. Dann holen wir uns noch eine Kiste. Na, da ist. Schauen wir mal, ob da was Vernünftiges drin ist. Ah ja. Ja, bei Level 11 ist da leider auch nichts drin. Wenn wir jetzt stärker wären, von der Höhe her, also vom Level her, wo wir, wenn wir erreicht hätten, dann wäre natürlich mehr drin gewesen und auch interessantere Sachen. Ja, aber es ist leider. Das ist natürlich ein wenig schwierig. Ne? Die Splitter Cell Marvin wären auch noch gut. Ne? Also ich hole mir eigentlich immer diese legendäre Edelsteintruhe, weil dort doch ab und zu interessante Sachen drin sind. Ne? Staub und Splitter und auch verschiedene Edelsteine. Naja, 13. Orangener Staub ist doch gar nicht so. So. Ja, dann haben wir es schon wieder geschafft. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, gute Zeit, abonniert mich, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.